So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Minecraft Survival. Bam, 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 badam, bam, bam. Wie so web, ich kann das doch eh nicht. Bam, 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 badam, bam, tsch, tsch, bam, 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 tsch, tsch, bam, 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 bam. Oh, Hui! was ist denn da in der Angel? Hey, das bin ich! Ich dachte, das wäre ein Fisch. What the fish, wie Ersolanti sagen würde! Ja, Ich habe mich an der Leine, komm mit. ja, nee, auf jeden Fall, ich möchte euch gleich am Anfang vom Part was sagen, beziehungsweise zeigen. Show die bap, bap, bap. Ja, wir haben es jetzt offline gemacht, den Rest, weil wir fanden es irgendwie langweilig, alles zu machen. Also, beim Video. Oh, ich sehe gerade, bei dir fehlen noch zwei Steine. Ups, zwei Steine haben wir vergessen. Ich hol das dann kurz, ne? Ist jetzt ganz schön auf jeden Fall bei ihm und so. Und bei mir natürlich auch. Ihr seht, das ist wunderschön, das Haus. Das da oben habe ich halt gelassen. Und oh, ich sehe, bei mir ist auch ein Block, habe ich vergessen zu setzen. Ich wollte jetzt halt noch außen die Pfosten machen, habe ich jetzt halt noch gemacht. Dann haben wir hier eine neue Treppe und so. Es ist halt alles, was man braucht. Und ihr seht, unser Haus sieht so geil aus. Im Gegensatz zu vorher. Alter, wer braucht schon Cobblestone? Das braucht kein Mensch. Da ist eine Kuh. Ja, das bin ich. Und ich sitze in Nee, halt. Machen wir so. Ich bin der Oberbürgermeister und du bist der Bürgermeister, okay? Ich bin der Oberbürgermeister, weil ich bin oben auf deinem Dach, Oberbürgermeister. Oh. Ich weiß, heute bin ich wieder besonders lustig, gell, Elias? Ja. So, jetzt Nein. ist alles gefüllt, ne? Wo noch ein Kuchen? Ja, du kriegst jetzt Kuchen. Ich habe halt 62 Kuchen irgendwie gefunden, keine Ahnung. Du kriegst gleich Kuchen. So. Wie viele willst du? Ich habe 62. Einen. Ernsthaft? Soll ich ihn dir in deine Wohnung platzieren? Ich habe Hunger. Ich habe Oder komm, du bist der Konditor, ja? Von unserer Stadt. Hier hinten ist dein Lager. Hä? Sollen wir das machen? Dann kannst du Kuchen verkaufen, ja? Sollen wir das machen? ein Stück an Euro. Hör jetzt auf, mich zu angeln. Ja, das Okay. nervt. Oh, ja, Kuchen. Yippie. Ein Stück Kuchen, 100 €. Ja, klar. Glaubst du, das bezahlt jemand? Ja, ich. Alter, ich trampel gerade auf deinen Kuchen rum, gell? Lecker Kuchen. Manuel trampelt auf dem Kuchen herum. Lecker, lecker, lecker. So, das dürfte reichen, oder, an Kuchen? Reicht es dir vorläufig? Ich könnte halt unten in meiner Kirche, wollte ich jetzt schon sagen, in meiner Höhle könnte ich platzieren. Apropos Höhle, wollen wir vielleicht mal was farmen gehen? Stimmt, könnten wir machen. In meiner Höhle, da warst du auch noch nicht drin, gell? Ja, aber ich habe den Part gesehen. Alter, welchen Part hast du schon nicht gesehen? Du hast alle Parts gesehen. Ja, ich glaube, trotzdem habe ich nicht ganz gesehen. Elias! Sag mal, willst du mich schockieren oder was? Und jetzt kommst du mit C, komm schon! D. C, habe ich gesagt. Ich muss dann D sagen. Ja, egal. Das Alpha-Bild können wir ja alle, ne? Hier ist schon ein bisschen Kohle, sehe ich gerade. Ja, komm, farmen wir die Kohle weg, wo ich hier Dann kannst noch du eine hab, oder? Fackel setzen. Eine Fackel? Ein Slime. Guck mal, Leute. Ein Slime ist so selten. Wo ist ein Slime? Wow! Ein Slime! Wie viele Slime-Balls kriegt man da eigentlich? Ich konnte dich ja mal mit Eier. töten. Ein Slime-Ball pro kleiner Slime. Okay. Wie viele? Ich habe zwei und du? Zwei. Okay, dann passt's. Ah, Leute, ihr dürft nicht vergessen, in der Freundschaft, da muss man immer schön freundlich sein, ne? Und schön teilen und so. Und nicht sagen, nein, das ist meins!
Und du kriegst 0. Ja, wo es gefunden hat. Also zum Beispiel, wenn man halt 7, ich sag mal, Gold gefunden hat, dann kriegt halt der, der es nicht gefunden hat, kriegt halt 3 und der andere kriegt 4. Dann hat der eine halt einen mehr, wo es gefunden hat. Aber das ist dann trotzdem fair, oder nicht? Ja. Manuel, ich... Du darfst übrigens allein in der Höhle bleiben, ne? Weil ich habe da eigentlich schon alles gesehen. Kannst dich ein bisschen umschauen, bisschen Kohle holen. Ne? Ja. Weil ich brauche eigentlich nichts aus der Höhle. Und ich habe ja alles Wichtige geholt. Das ist eigentlich bloß für Kohle. Braucht man die Höhle eigentlich. Und es ist Nacht. Elias, komm. Wir müssen schlafen gehen. Ja, ich bin gleich fertig. Stimmt, Elias hat mir eine Angel gegeben. Weil er hat halt... Eine Angel geangelt. Er hat sich eine Angel gebastelt. Dann mit der Angel hat er so eine verzauberte Angel zufällig geangelt. Dann habe ich halt die normale gekriegt. Ja, und falls ihr denkt, das geht nicht. Es geht, ihr könnt es auch... ihr könnt es mal gucken auf... Ja, ihr könnt es ja mal... auf YouTube angeln mit angeln oder sowas, aber das geht tatsächlich. Das habe ich auch mal offline mit Überleben habe ich das schon sehr oft gekriegt. Gut, sollen wir uns einen Schleimblock bauen, wenn wir dann genügend Schleim haben? Ja, was, halt, wir brauchen 9 insgesamt. Zusammen haben wir fast die Hälfte. Weißt du, was ein Schleimblock überhaupt ist? Ja, das ist so eine Art Trampolin. Das können wir uns ja in die Mitte von den Häusern dann stellen. Zwischen unseren Häusern irgendwie. Ja, auch. Alter, wo gehst du hin? Ja. Geh in dein Haus, wir müssen schlafen. Ja? Mama hat gesagt, wir müssen schlafen. Da ist ein Skelett. Soll ich dir helfen mit dem? Wenn das Lars oder so hört, ne? Der ist selbst ein Skelett, das weißt du. Bist du im Bett? So, ja, jetzt. Nein, jetzt. Ich kann deinen Namen halt verfolgen. Ich weiß ja ungefähr, wie dein Haus aufgebaut ist. Das ist voll cool. Und dann mit deinem Namen kann ich ungefähr wissen, wo du bist. Ich kauf mal Kuchen bei dir ein, ne? Ich suche gerade meine Eisenschaufel. Die... Hallo, ich möchte ein Stückchen Kuchen. Was kostet ein Stückchen Kuchen? 1 Euro. Hier hast du 12 Euro. Boah. Ich esse mal ein bisschen. Lecker. Ah, so stampf. Ja, egal. Auf den, wo ich drauf gegessen habe, auf den hast du noch nicht geschafft. Juhu! Kuchen! Stimmt, das sieht... Elias, komm mal, mir fällt gerade was auf. Das sieht eigentlich auch scheiße aus von hier drinne. Findest du nicht? Ja, aber ist auch nicht ganz so schlimm. Ich tue noch kurz ein bisschen Zeug von bei der anderen Stadt. Beim anderen Dorf meinst du? Ja, anderen Dorf, sorry. Der Teich ist nicht Stadt. Das heißt Dorf. Weil ja? Hier sind jetzt alle Felder gerade fertig. Ja. Okay. In Anführungszeichen alle. Einige, sagen wir ja. So. Brot. Ah, und ich bin gerade bei Manuels altes Haus. Echt? Ja. Och, wie schön. Die guten alten Zeiten. Ja. Als ich im Gefängnis war. Das war so schön. Nicht. Dieser kleine Verpetzer. Stimmt, Leute, ihr fragt euch bestimmt, warum ich mir gerade Holz geholt habe. Ja gut, eigentlich nicht, weil Holz kann man immer gebrauchen. Aber ich habe was Besonderes mit dem Holz vor, ja? Und zwar baue ich mir ein Boot für den Brunnen. Juhu! Ah! Ich kann jetzt Brot verkaufen. Hallo Elias, ich bin im Brunnen. Wieso tue ich das? So. Halt. Was ist das für eine Einsicht? Ja. Hallo, Leute. Ich bin im Brunnen drin. Ich beobachte euch. Alter, das sieht so dämlich aus. Elias.
was? Ich stecke in der Wand drinne. Lol, ich pack mich da raus, Elias. Ich lache mich kaputt. Und dann muss ich in die Werkstatt, weil ich kaputt bin. Das ist so lustig. Elias, kannst du ja auch eine Rundtour im Brunnen machen. Boot verlassen. Alter, das sieht so dämlich aus. Hallo, Boot? Hallo? Ja? Okay, ich hab mein Boot wieder. Und ich denke, wir müssen den Part auch bald wieder beenden, weil bei mir lächelt's gerade ein bisschen. Wir gucken halt jetzt, wie's mit dem Lägen aussieht, wenn es nur so leicht lägt, wie gerade eben. Dann passt's. Ich weiß, ihr merkt nichts. Aber ich merke beim Steuern ein bisschen ein Lag. Getreide. Das ist Weizen, ja, nicht Getreide. Oh, der pflanzt alles an. Ach, was anpflanzen, scheiß drauf. Ich baue nur ab bei den Feldern. Ich bin der beste Oberbürgermeister, gell? Ach so, ich muss hier noch mein ganzes Zeug mitnehmen. Kesselshop. Ja, der ist ja schon veraltet hier. Und ist deine Kiste da drin? Das haben wir ja auch rumgerätselt. Oh, guck mal, da sind ja schon Spinnweben drin. Echt? Aber man kann es meinen. Hast du zufällig ein Ei? Ein Ei? Ich glaube nicht, aber ich kann kurz gucken. Aber ich habe keins, ne. Hä, wieso hast du mir die 46 Kuchen reingelegt? Hä? Ist das ein Bug vom Spiel? Ich hatte 62 Kuchen, hab dir einige gegeben, dann hatte ich noch 48 oder so. Und jetzt habe ich 61 und 46. Hä? Die 46 kannst du dir nehmen, okay? Aus meiner Kiste. Nein. Wenn du willst. Also Leute, das ist ein Bug vom Spiel, eindeutig. Lol, ich kann mir auch Strohballen machen. Och, wie schön. Elias, ich hab einen Strohballen. Und ich habe alle Felder abgeerntet. Ist mir egal, ich hab einen Strohballen. Der in meinem Haus rumsteht. Leute, das ist die richtige Hygiene. Und Strohballen in euer Haus stellen, ja? Das ist richtige Hygiene. Ja. Ach, mein alter Shop. Und das war noch Zeiten. Damals, als ich noch einen Shop hatte, das waren noch Zeiten. Das waren Scheißzeiten. Wo ist meine Axt hin? Ja, du hattest deine Axt weg. Ja. Also ich war es nicht. Ich war nie in deinem Haus drin. Du hast die Party gesehen. Ja. Ich war vielleicht mal drinne, wo wir beide im anderen Dorf gewohnt haben, um mir das anzuschauen, aber ich habe nie was aus der Kiste genommen. Und dann ist das ein hässlicher Bug, weil bei mir verschwinden Items. Wie bei mir mit den Kuchen. Oder kommt Strohball nicht? Nein, nicht essen. Du hast doch zu wenig Hunger, nicht essen. So, jetzt wandle ich dann um in Weizen. Jetzt wollte ich schon Getreide sagen, wie du. Steck mich doch nicht an mit deinem Getreide-Gelaber da. Wie kann man eigentlich Kühe anlocken? Kühe? Keine Ahnung, vielleicht mit Weizen. Ah! Oder? Hallo. Also, ich weiß mit... Geht das? Ja, füttern. Ey, lol. Der hat eine Kuh! Sie liebt mich. Ich hab Du bist eine Kuh als Freundin, oder wie? Hallo! Wie geht's? Stimmt, ich könnte mir Eisenausrüstung machen und halt so Schwert und so. Hey! Hey, ich hab Gold! Alter!
Helm sieht hässlich aus. So, das ist die perfekte Ausrüstung, Leute, ja? Na gut, die Schuhe ziehe ich vielleicht auch noch raus. So, ich möchte Goldrüstung. Ich weiß, Eisen ist wertvoller, aber ich nehme jetzt, bis die Goldrüstung kaputt ist, die Goldrüstung. Nicht Holzrüstung. Ich habe gerade Holzrüstung gesagt. Ich bin doch schon da. Nicht du. Cool. Ja, ich weiß. Hey, los. Kann man die auch mit Weizenkörnern einloggen? Vielleicht? Nein, nur mit Weizen. Ja, okay. Komm, ich bin doch schon da. Nicht du. Ja, ich weiß. So. Ich möchte auch eine Kuh. Wo bist du denn? Da ist ein Hütchen! Ha! Scheiß auf Kühe! Kann ich das Hütchen damit anlocken? Tut mir leid, Hühnchen. Ich wollte dich mit dem Weizen anlocken. Hey, Hühnchen! Die kannst du nicht anlocken. Doch, aber ich tue sie füttern. Oh, guck mal, sie mag mich. Hä, wieso konnte ich die nicht anlocken mit dem Weizen? Brauchst du Weizenkörner? Ja, hab ich auch. Oh. Stirb! Nein, was steht hier jetzt? Hühnchen gehören mir, ja? Dir gehören Kühe und mir gehören Hühnchen, ja? Hühnchen sind meine Freunde und nicht deine. Nein! Hey, hallo, beschwer dich nicht. Kühe sind eigentlich wertvoller. Oder? Ja, schau. Ihr könnt mal in den Kommentaren. Was findet ihr wertvoller? Kühe oder Hühner? Also ich Hühner. Also die Mu sagt schon mal Kühe. Die Mu sagt schon mal Kühe. Hey, kann ich gefärbten Teppich nicht nochmal umfärben? Muss ich nochmal gehen? Denke ich mir doch auch. Ist langsam Nacht, oder? Ne, ich glaub nicht. Ich mach uns erstmal 36 Brote! What the fuck? Ja, egal, dann nehme ich halt die braunen Teppiche. Ups, das habe ich auf dem Boden gemacht. Stimmt, könnten wir ja auch mal machen, oder Elias? Den Boden mit Teppichen füllen. Ja. Soll ich Zucker machen oder Papier? Komm, Zucker ist cool. Zucker. Ach was, Papier. Kann ich ja doch bloß Bücherregale dann machen. Bücherregale braucht man nicht. Aus Zucker kann man... Man braucht es nur für Enchantment Table, aber wir haben ja noch keine Dias, von dem her. Oh doch, es wird Nacht. Ja. Ich übernacht bei dir, aber ich habe Angst da draußen. Ja, ja... Ist der Part jetzt so zu Ende, oder? Ja, so langsam können wir es wieder beenden. Ja, dann... Aber das macht so Spaß, ne? Ja, und dann gehen wir halt kurz zu unseren Häusern. Und dann würde ich sagen, der Part ist zu Ende, oder? Ja, gleich. Wir gehen jetzt ins Bett. Ich möchte dann noch ein Hühnchen... nach einem Hühnchen gucken. Stimmt, eigentlich wollte ich ja in der Folge eigentlich auch ein bisschen angeln, aber egal. Dann machen wir es nächste Folge, oder? Ja, komm, ab ins Bett. Beziehungsweise ich. Ja, dann würde ich sagen, danke ich und Elias fürs Zuschauen. Und Mäh! Ja, Alter, ich mag meinen Mähkopf voll. Damit kann ich den Rasen mähen. Und da ist noch Käse links im Hintergrund. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und tschüss. Alter, geh weg. Tschüss. Sag tschüss. Tschüss. Ja, tschüss.